Dieses Spiel, es macht mich fertig. Es ist, ja. Alice sagt gerade, es ist mein Spiel. Und ich, ja, es ist, ja, oh. So. Das ist das beste Survival-Game, was ich jemals gespielt habe. Danke. Wir sind immer noch im Dschungel gefangen. Und ja, wir suchen Hilfe und wir müssen Mia retten. Also Mia braucht auch Hilfe. Wir brauchen Hilfe, Mia braucht Hilfe. Irgendwie. Unfassbar. Nachdem wir ja schon einmal gestorben sind, wollen wir es jetzt natürlich ein bisschen besser machen. Und gucken mal. Also wir haben. Ja, wir haben, glaube ich, nicht viel. Wir haben nichts. Nichts und wieder nichts, aber die gute Nachricht ist, wir haben hier einen Stein und diesen Stein können wir glücklicherweise in ganz viele kleine Steine zerbröseln mit unseren puren Händen. Also wir haben Hände aus Stahl. So viel steht schon mal fest. Wir haben jetzt drei Verbände, damit sollten wir erstmal eine Zeit lang auskommen, hoffe ich zumindest. Wir gucken mal, dass wir uns jetzt erstmal eine Steinaxt machen. Ich glaube, eine Steinaxt ist sehr schon gut. Oh, was? Was? Ameisen. Ja, komm. Dammit. Ah, Ameisen. Was soll denn schon passieren, ne? Fuck. Genau, wir müssen uns jetzt versuchen. Ja, der Ausschlag sieht nicht gerade gesund aus. Nicht ehrlich. Wir hoffen und beten einfach, dass wir von dem Ausschlag jetzt nicht gerade verrecken. Bei jeder Ecke lauert ein neuer Tod. Dann gehe ich auch nicht mal um Ecken rum. Ich suche mir nur noch irgendwie runde Steine. Oder runde Felsen. Madenfell essen. Geistige Gesundheit minus 5. Warum? Der Junge. In dem Urwald groß geworden, ne? Wir waren hier schon mal und jetzt haben wir ein Problem mit Maden zu essen. Wir sind schon wieder gestorben. Super. Eine unbekannte Nuss. Danke. Eine unbekannte Nuss als eine dumme Nuss. Wagen wir uns einfach mal ein bisschen tiefer in den Urwald rein, weil, ja, ihr wisst ja, wie es beim letzten Mal war, ne? Ich glaube, im Startgebiet ist die Gefahr am größten. Oh Gott, Wildschweine. Was machen die denn hier? Zum Glück haben die Angst vor uns. Noch. Sie wissen, wie wir wirklich drauf sind. Dass wir hier nichts gebacken kriegen. Dann kommen sie, dann laufen sie nicht mehr weg. Oh, shit, hier ist ein Blutegel. Verdammt. Schön. Mein Blätter durch ein Tagebuch. Ich glaube, ich muss das gleich mal wegmachen. Ach, heilige Gott, das sind ja ein paar mehr. Nicht gut. Warum haben wir auch so kurze Sachen an? Ohne, dass die sich alle uns festbeißen. Okay, also wir sehen zumindest nicht, wo wir auf der Map gerade sind, aber wenn wir dem Fluss folgen, also wir folgen diesem Fluss hier Richtung Norden und dann müssen Zilambatu kommen. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Wir sind mitten in der Nacht aufgewacht und wir haben Wurm. Oh Gott, lecker. Wir haben noch schon Verbände, oder nicht? Den irgendwie, Moment. Der Wurm. Würde ich einfach rausschneiden oder so vielleicht? Wurm. Wurm mit einem Knochen oder Fischnagel entfernt, schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Ach, toll! Wo soll ich denn jetzt? Ah, weil wir haben Knochen, ne? Wir haben noch irgendwie. Haben wir nicht Knochen? Ach nee, das war bevor wir gestorben sind. Verdammt, wir brauchen Knochen. Ich hab schon wieder. Oh Gott! Oh Gott! Was wollt ihr denn? Hilfe!
Ich habe euch nichts getan, lasst mich in Ruhe. Fuck. Was wollen die denn, ey? Ich wollte, ich gehe aus eurem Zuhause weg, kein Problem, überhaupt kein Thema. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommen sogar schon die Eingeborenen, die uns töten wollen. Warum? Verdammt. Sind hinter uns her? Die sind immer noch hinter uns her, verdammt. Ich geh jetzt einfach hier oben rauf und warte hier oben. Kommen wir bestimmt nicht oben rauf. Blöden Eingeborenen, hier kommt die nicht rauf. Super. Und die stehen da jetzt und warten, bis sie runterkommen, oder was? Ich darf jetzt hier einfach. Gute Nacht, ihr blöden Eingeborenen. Die stehen da immer noch. Was ist denn? Jungs. Oh Gott. Nicht schon wieder. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch nicht schon wieder gestorben, ey. Unfassbar. Nee. Irgendwas machen wir doch falsch. Komplett. Falsch, meine ich. Ey, sind wir wieder hier? Hallo? Kann jemand mich hören? Nicht im Ernst, ey. Na, was haben wir denn jetzt wieder? Da ist nichts. Da auch nicht. Unserem Bein vielleicht? Nein. Dem Bein? Auch nichts? Ach nein, wir haben einen Wurm, oder? Ach Gott, der Wurm schon wieder, verdammt. Okay, der Wurm, Hans, gedeiht prächtig. Gutes Zeichen. Wird bei bester körperlicher Gesundheit sind. Sonst hätte er sich nämlich schon längst abgekapselt von uns. Naja, wir gehen gleich schlafen, aber erstmal brauchen wir die Hütte. Wurm, bitte, bitte, bitte. Schaff es. Nein! Wir sind voller kurz vor Fertigstellung der Hütte sind wir ohnmächtig geworden. Super. Können wir jetzt hier auch speichern? Vielleicht erholt sich unsere Gesundheit so ein bisschen, wenn ich, weil die sinkt gerade wieder ins Bodenlose. Lagerfeuerasche haben wir immer noch keine. Oh Gott, die sind zurück. Okay, ich glaube, wir sind tot, oder? Ach Gott. Ja, da wir beim letzten Mal gestorben sind, immer wieder, kommen wir wieder bei Tag 1 an. Sehr gut, aber, ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen. Und ja, jetzt Hilfe finden. Ganz sicher. Ich meine, was soll schon passieren? Der Urwald ist doch unser Freund. Ich habe beschlossen, dass ich den Urwald als unseren Freund bezeichne. Vielleicht ist er dann netter zu uns. Vielleicht war es auch nicht so nett, dass wir hier den Dschungel hier. Can anyone hear me? Den Dschungel hier als Feind bezeichnet haben. Nein, nicht trinken. Nein, ich wollte doch die Pilze aufsammeln. Oh nein. Wir haben uns wieder vergiftet. Super. Ich glaube, der Frosch hat Bock auf den Leguan hier. Aber wir haben daher nichts, um den Leguan gerade zu zerlegen. Schade. Hätten wir uns hier ein bisschen unser Abendessen bei. Nein, Klinge. Weg mit dir, blöder Frosch. Sammeln. So, schneiden wir ihn einfach auf. Nehmen uns die Haut und nehmen uns das Fleisch. So. Hier rausnehmen. Leguanfleisch roh haben wir bekommen. Fantastisch. Oh, hallo Krebs. Bleib stehen.
So, eine Languste, die werden wir auch nachher verspeisen. So, und frisch gestärkt, fast tot. Was haben wir denn schon? Oh, Hans ist da. Lecker Wurm. Was haben wir hier? Noch, ey, jetzt haben wir zwei. Hans und Hansi. Hans und Heidi. Wir nennen sie Hans und Heidi. Noch ein dritter. Jetzt sitzt aber jetzt, drei Würmer. Lecker. Hans, Heidi und Harald. Das ist echt, das ist unnormal. Ich bin auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und schaffen es nicht mal irgendwie so ein blödes. Müssen hier noch mehr Stöcker rein? Passt aus, ey. Ist doch, also. Nee. Wir sind schon wieder kurz vorm Verrecken hier. Hier ist noch ein langer Stock, so. Krieg ich jetzt hier rein und dann speichere ich die Kiste hier. Ah, kleiner Unterstand hergestellt, so. Speichern. Ah, jetzt haben wir wenigstens gespeichert, okay, alles klar. Jetzt ist die Frage, wie überleben wir jetzt hier? Haben diesmal, wir haben nicht auch irgendwas gegessen, was uns irgendwie töten könnte oder so? Nein? Und ich meine, der Verband hilft uns ja nicht mal. Das ist ja das Problem. Bei diesen blöden Würmern müssen wir irgendwie eine Knochennadel herstellen. Und wir haben hier keine Knochen, weil wir keine Tiere erlegen, die Knochen haben. Ja, okay, wir sind tot. Wisst ihr, wir machen das jetzt anders. Ganz ehrlich, dieser Schwierigkeitsgrad ist eine absolute Katastrophe. Unfassbar. Wenn man ja irgendwas falsch, kann natürlich auch sein. Aber das ist, man kriegt halt nichts in diesem Wald. Und man hat, also, ein Wurm ist ja okay, aber drei Würmer gleichzeitig? Ja, ehrlich. Was denn, also, das ist doch, also. Das kann das Spiel doch nicht ernst meinen, oder? Und das sollte uns auch wieder. Oh, was ist das denn hier? Hallo? Hey, bleib hier. Was? Fieber? Wovon haben wir denn jetzt Fieber? Was? Wir sind gestorben durch. Nee. Warum sind wir jetzt wieder durch Gift gestorben? Wir haben uns doch gerade fantastisch wunderbar hochgeheilt. Dieses Spiel, das macht mich fertig. Es ist, ja. Alice sagt gerade, es ist mein Spiel. Und ich, ja, es ist, ja, oh. So. Das ist das beste Survival Game, was ich jemals gespielt habe. Danke. Stimmt, ich muss auf Survival schreien, ja. Dann überleben wir vielleicht. Survival! Vielleicht überleben wir dann, wenn ich die ganze Zeit einfach Survival schreien. Gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee von Alice. Ich werde jetzt die ganze Zeit Survival schreien. Ich muss dazu sagen, Alice sitzt hier neben mir. Die lacht sich, glaube ich, schon ins Fäustchen. Weil ich hier, glaube ich, schon zum 200. Mal gestorben bin. Ja, komm, bleib hier. Ich will dich doch nur töten. Oh, läuft wieder weg. Wie lang eine Nuss, oder? Ich werde sagen, selber verrückt. Okay, wir müssen jetzt ganz dringend hier irgendwas essen. Dann sterben wir wieder. Aber ich glaube, die Languste macht nicht mehr so lange. Ja, Wurm, geistige Gesundheit minus 9. Als ob. Was? Ja, bei getötet durch Schnitt. Also langsam regnet dieses Spiel mehr und mehr auf. Ey. Ich krieg langsam echt einen Vogel. Ey. Einen Hals krieg ich. Weiß auch, also das Spiel ist wie ein Hell. Du warst langsam jetzt, du warst lustig genug, du hast mich oft genug sterben lassen. Bitte lass mich leben. Bitte.
Wir brüten hier drei Würmer in unserem Körper aus. Die haben auch Hunger. Und wir finden in diesem fucking Urwald nichts. Die Dschungel. Urwald, Dschungel, Urwald. Ach, vollkommen egal. Grüne Hölle. Das Spiel heißt Grüne Hölle. Verdammt. Das gibt jetzt alles einen Sinn. Jetzt alles einen Sinn. Hier unten ist der Ausschlag. Super. Okay, jetzt haben wir in jedem Körperteil haben wir jetzt irgendwas. Fantastisch. Was fehlt uns noch? Dafür gibt es kein Achievement? Super. Was? Was ist jetzt passiert? Sind durch den die Ureinwohner schon wieder. Ach Gott, ey. Wir waren so kurz davor, uns wieder zu erholen. So kurz. Ja, jetzt kommen diese blöden Ureinwohner. Ja, den Stil vergisst man aber auch wieder. War es anders zu erwarten? Nein, natürlich nicht. Töte den einfach hier. Komm, stirb! Das ist eine Einbildung von uns. Die gibt's gar nicht. Die Dinger existieren gar nicht hier. Okay. Wisst ihr, also, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, ich habe daraus einen Zusammenschnitt gemacht aus den sämtlichen Tonen, die wir hatten und sämtliche Wutausbrüche, die wir hatten. Wir werden das Spiel neu anfangen. Ich werde bis zu der Stelle mich vorarbeiten, wo wir jetzt gerade sind. Und dann geht's weiter. Also quasi in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Sonderfolge gefallen.